Ah, das war ein Feld. Direkt ins Richtige. Ihr wisst schon. Dafür sind wir ja im Fruchtbarkeitsgebiet. Du sollst dich filmen, nicht mich. Und jetzt? Jetzt kann ich erzählen, was wir heute vorhaben, während ich einen Instagram-Post mache. Und seht ihr das, die Spiegel und da drüben? So sieht es aus. Nein, der sitzt mir gegenüber. Hier. Gebt mir Anweisungen und ich filme das. Und so denkt ihr, ich wäre frei. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlogmas Teil 3. Und zwar, wir sind immer noch auf Zypern, ja. Zu unserem Glück, zu eurem Bedauern. Weil, warum? Weil ihr jetzt Content sehen müsst, wie wir in der Sonne liegen. Beziehungsweise gestern lagen wir den ganzen Tag in der Sonne. Ich habe schon einen leichten Sonnenbrand und das im Dezember. Wir sind gerade vom Frühstück gekommen und wir haben beobachtet, das ist leider immer so, dass wenn es ans Buffet geht, dass Leute sich einfach nicht benehmen können. Da wird Essen verschwendet und weggeschmissen. Das ist sehr, sehr traurig in der heutigen Gesellschaft. Da sollte man doch meinen, die Leute sind aufgeklärt. Aber nein, hier wird tellerweise, haufenweise. Da sitzt gerade, übrigens, das Frühstück ist schon lang vorbei, da sitzt diese Familie immer noch. Dann schmeißen sie über die Hälfte weg. Da ja, einfach, es gibt eine goldene Regel, okay? Don't waste food. Ja. Punkt. Das ist aber einfach so eine ganz simple Regel. Das hat auch was nämlich mit Klima und sonst was zu tun. Das wäre schon mal der erste Schritt vielleicht. Okay, erzählen wir jetzt auch was Positives. Also, heute ist, was für ein Tag ist heute eigentlich? Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Und noch was ganz kurz. Ja, wir haben, heute ist Freitag, wir haben 5 Tage gebraucht, um runterzufahren. Ja, also wir haben gestern den ersten Tag mal nur gechillt ohne Ausflüge. Und tatsächlich sind wir jetzt davon irgendwie so kaputt, dass wir heute am liebsten weiter chillen würden. Aber wir haben gesagt, wir machen noch 2 Ausflüge. Also wir haben jetzt noch bis Dienstag Zeit. Und einmal würden wir gerne auf eine Eselfarm fahren. Und ein anderes Mal machen wir jetzt heute den größten Ausflug, nämlich zu den Königsgräbern nach Bafos. Ja, da fahren wir 2 Stunden. Diese Insel ist einfach riesig. Live it life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Dein Schwanz ist im Wasser. Alter, Hauptsache, die haben den ganzen Tippe hier zugepackt. Was ist los? Das ist auch nicht unsere. Komisch, hier geht's. Der sieht halt, sorry, aber da steht sogar dieselbe Vermietungsfirma drauf. Ja, ja, das Problem ist nur, dass das hier kein Hybrid ist. Entschuldigung. Okay, könntest du vielleicht die Sachen reinräumen? Ja. Ich liebe dich, du kleiner Tölpatsch. Besserwisser. Trifft's auch. Das ist das perfekte Influencer-Auto. Ein Nissan Note. Ach, Nissan Note, ja. Hm? Perfektes Armaturenbrett für Vlogs. Guck dir das an. Ja. Gut, dass das Gepiepse nicht nervig ist. Also gut. Wir fahren jetzt 1,5 Stunden und wir fahren jetzt einfach mal los. Sind um 12.13 Uhr da. Wir sehen uns dann später. Wir fahren jetzt als allererstes zum Felsen der Aphrodite. Haben wir ja gerade schon gesagt. Fahren wir jetzt so knapp über 1 Stunde hin. Das ist einfach nur ein Aberglaube. Das ist quasi so ein Felsen im Meer. Und da soll die Aphrodite aus dem Meer gestiegen sein, ne? Irgendwie so. Und wenn du 7-mal um diesen Felsen schwimmst, mit deinem Partner, dann bringt es euch ewige Liebe oder so ein Schmarrn. Genau. Und deswegen, es war nicht das Jurastudium, es war nicht meine Krankheit, es war nicht die schwierigen Zeiten, die wir erlebt haben, sondern es wird bestimmt der Aphrodite-Felsen. Zu dem wir jetzt erst fahren. Zu dem wir erst jetzt nach 7 Jahren fahren werden. Ja, aber wir werden auch nicht drum rumschwimmen, denn es ist uns, um ehrlich zu sein, zu kalt. Und danach wollen wir dann weiter nach Paphos fahren, denn in Paphos gibt es die Königsgräber. Obwohl, haben wir jetzt gerade eben auf Wikipedia nachgelesen, der Begriff falsch ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo die entstanden sind, gab es schon keine königlichen Familien mehr in dem Sinne. Da wurden ja eigentlich nur die höheren Beamten und das ja, war's. Genau. Also und da sind keine Könige begraben, sondern mehr Staatsüberhaupter und Beamte der damaligen Verwaltung. Also ist schon höchst faszinierend.
was das für ein historischer Ort ist. Wer Interesse daran hat, kann ja einfach nochmal Königsgräber von Paphos googeln. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, wie das so aussieht. Muss auf jeden Fall äußerst beeindruckend sein. Wird inzwischen tatsächlich auch gerne missbraucht für coole Insta-Fotos. Also von daher, naja, wir werden sehen. Folgt uns auf Instagram. ja, wir waren vorgestern schon in Lefkosia. Du hast gesagt, es ist Weltkulturerbe seit 1980. Also ich wollte gerade den Bogen sparen. Ach, wir waren ja vorgestern in Lefkosia. Das ist quasi die Hauptstadt von Zypern, die ja zweigeteilt ist. Also mitten durch die Stadt geht eine Grenze, so wie in Berlin damals. Der Unterschied, man kann zwar über die Grenze rüber mit Passkontrollen auf die türkische Seite, aber man merkt einfach, es gab zum Beispiel ein Haus mitten in der Stadt. Die eine Seite war griechisch, die andere Seite war türkisch. Die griechische Seite wurde erhalten, auf der türkischen Seite verfällt alles. Also mitten unmittelbar an der Grenze. Es ist ein sehr beklemmendes und komisches Gefühl, weil man einfach merkt, dass es unnatürlich getrennt wurde, sagen wir es so. Polizei mit M5. Ja, also es ist kein schönes, besonders angenehmes Gefühl, dort rumzulaufen. Es sind auch Fotos und alles verboten. Wir haben auch dort nicht mitgefilmt, weil wir, ja, keine Ahnung, es hat sich einfach komisch angefühlt. Ja, wir haben einfach den Augenblick genossen. Ja, und ja, dieser ganze Zypern-Konflikt wurde ja 1974 beendet. Und beendet. Also friedlich auf die Seite gelegt, indem man Zypern zweigeteilt hat. Und dementsprechend, ja, wurde auch 1980 diese Königsgräber wurden da zum Weltkulturerbe erklärt. Also erst nach dem Konflikt quasi sozusagen. Und seitdem werden sie auch dementsprechend gepflegt und erhalten. Just get by and everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way. Pushing on my chest. Also wir sind jetzt am Afrodite-Felsen angekommen und Manu hat sich gerade einen Kaffee geholt. Der war allerdings so dünn, dass er sich jetzt beschweren gegangen ist, weil er ja, für einen Frappé, für einen griechischen Kaffee einfach nicht so dolle war. Und ich gehe jetzt hier schon mal runter. Ah, hat sie neu gemacht? Die hat einfach nur Kaffee reingemacht. Die ist nicht mal griechisch. Keine Gebrüder. Die hat jetzt einfach Kaffee reingemacht. Und ich habe zu ihr gesagt, normalerweise musst du den neu machen. So bringt mir das nichts, sonst trinke ich ja deinen Instant-Kaffee. Ja, was ist das aber? Für die Erfolge, für einen. Den griechischen Kaffee. Den du je in Griechenland getrunken hast. So miese Kaffee habe ich noch nie mal in Deutschland getrunken. Alter, du traust dich aber was, ne? Ja, Roger, τι να κάτσω κάτω. Με το καφέ σου. Και τι έγινε, Έλληνας είμαι. Ja, du brauchst beide Hände. Na und? Aphrodite ist einfach so aus dem Wasser geklettert. Und aber ich kann doch. Ich habe einen Kaffee in der Hand. Ja, die hatte bestimmt auch einen Kaffee in der Hand. Meinst du? Na sicher. Andella. Ich habe Kaffee in der Hand, wie soll das gehen? Ich habe dir gesagt, hol danach ein. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Okay, hi Freunde, wir sind jetzt hier oben auf so einem Hügel. Exakt hier befindet sich der Felsen der Aphrodite. Ja, die Legende besagt ja, also entweder es ist der Fels des Römers, den irgendein Dude geworfen haben soll, um Angreifer fernzuhalten. Oder aber die Legende sagt, die Aphrodite ist hier aus dem Wasser gestiegen und wenn man dreimal um den Felsen rumschwimmt, erhält man Jugend, Schönheit und die wahre Liebe. Und Fruchtbarkeit. Und Fruchtbarkeit. Wir haben gerade schon gesagt, das hier raufklettern zählt als dreimal rumschwimmen. Also von daher wird der Manu jetzt besonders fruchtbar, ich besonders hübsch und die wahre Liebe haben wir ja schon. Also von daher. Was haltet ihr denn davon? Das ist der perfekte Frappe-Halter da oben. Guck mal, direkt über Nadjas Kopf. Ah, das war ein Feld. Direkt ins Richtige. Ihr wisst schon. Dafür sind wir ja im Fruchtbarkeitsgebiet. Also das ist das erste Grab und das ist jetzt noch nichts
Special-mäßiges. Da stand auch nichts Wildes drin, ne? Nee, keine besonderen Figuren oder so, aber es ist trotzdem schon... Schon sehr beeindruckend. Wahnsinn. Überleg mal, wann wurde das Ding... Vor Christus. Vor Christus erbaut. Vor Christus. Einfach Wahnsinn. Es ist sehr, sehr beeindruckend, was die Menschen damals schon für andere Menschen gemacht haben. Die müssen denen sehr, sehr wichtig gewesen sein. Überlegt man, das haben die mit primitivem Werkzeug gemacht. Meter, das sind wahrscheinlich 3 Meter tief in Gestein, irgendwelche Löcher zu graben. Das ist einfach Irrsinn. Ja, aber ich war gerade in diesem anderen, in dem bekannten Grabmal mit den Säulen. Und dann waren da so 2 und die Hände so, perfect place to throw a party. Und ich denke so, alles klar. In einem Grab. Unsere 1 Million Abonnentenfeier findet dann hier statt. Genau. Und dann werden wir gesperrt von YouTube. Hä? Und jetzt? Das war nicht so Lau. Dein Traum wird wahr. Du bleibst hier. Hallo Freunde. Wir sind jetzt auf dem Rückweg von Bafos zu unserem Hotel. Das sind knappe 2 Stunden. Es ist jetzt auch schon 4:30. 4:30, ja. Also wir brauchen jetzt so ja 1,5 Stunden, knapp über 1,5. Also wir sind erst nach 6 im Hotel. Dementsprechend hat Manu sich jetzt noch einen Kaffee geholt. Wie die aussehen, habt ihr ja jetzt, glaube ich, schon zu Genüge gesehen, diese Freddo Cappuccino. Zuckerfrei in Griechenland. Die Fanta ist einfach geil. Unübertroffen, einfach übel lecker. Ja, dementsprechend fahren wir jetzt zurück. Wir haben uns gerade noch so ein selbstgemachtes Sandwich von so einer Bäckerei geholt und noch 3, 4, 5 Kleinigkeiten und wir haben ungefähr die Hälfte von dem bezahlt, was wir in Deutschland bezahlt hätten. Vor allem Kaffeepreise in Deutschland versteht halt einfach kein Mensch. Aber okay, dementsprechend fahren wir jetzt mal zurück und melden wir uns später. Hallo, hallo, liebe Freunde. Ja, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Wir gehen jetzt Abendessen. Und dann ist der Tag auch schon rum und dann gehen wir duschen und dann ins Bett. Große Lüge, wir haben vergessen, dieses Video zu beenden. Wir sind im Hotel angekommen, haben geduscht, haben gegessen, haben geschlafen, sind schon wieder aufgestanden, haben uns fertig gemacht, haben gefrühstückt und jetzt gehen wir am Pool. Das heißt übersetzt, wir haben einfach einen Tag später, weil wir haben irgendwie vergessen, keinen Bock, zu müde, war sau anstrengend, also diese Sonne. Die knallt schon rein, ne? Ja, und vor allem dann noch die 2,5 Stunden Fahrt war schon sportlich. Ja.
Also von daher bedanken wir uns jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagt mal Bescheid, wie ihr so die Eindrücke fandet von den Königsgräbern und so. Und ja, hinterlasst da einen Kommentar, ein Abo und einen Daumen nach oben, weil die Resonanz für die letzten Videos, da muss ich ein bisschen schimpfen. Was ist da mit euch los? Ja, ich habe schon zu Manu gesagt, wenn sich das nicht rentiert, dann lassen wir das und dann bleibt es wieder bei einem Video. Ja. Weil das ist auch schon genug Arbeit und ja. Und vor allem im Urlaub, morgens aufstehen und so weiter und so fort. Also, wir hätten gern Feedback und zwar ordentlich. Und jetzt lasst mal die Kommentarzeilen da richtig schön klappern. Okay? Also, ja. Oder klappert ihr in eure Tastatur und zeigt uns, was ihr geklappert habt. Und damit wünschen wir euch schöne Weihnachten. Wir gehen jetzt erstmal in den Pool. Ja, okay? Wenn das Video online kommt, ist der dritte Advent, glaube ich. Ist schon der, genau, dritte Advent und dann schön kalt, ne? Wird mir echt stinken. Ja, wird mir auch stinken. Aber so ist es nun mal und ja, da habt ihr jetzt nun mal Pech und nächstes Mal haben wir Pech, wenn wir zu Hause sitzen und irgendwelche Insta-Typen uns angucken. Also ich hoffe, dass du dir keine Typen anguckst, nur ich. Aber das wäre auch komisch. Auf jeden Fall tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.